Also, Deutschgrammatiktest. Bitte setzen Sie folgenden Satz ins Passiv. Ich habe den Baum gefällt. Der Baum hat mir gefallen. Jede Menge neuen Unterrichtsstoff präsentiert Kabarettist und Lehrer Andreas Ferner bei der Premiere seines neuen Kabarettprogramms Noch Bildungsferner im ausverkauften ORF Radio Kulturhaus. Also wenn die Vanessa ab jetzt in den Unterricht kommt, dort nicht die ganze Zeit am Handy chattet, sich schminkt oder mit den Mitschülern tratscht und das Nachhupfen von Fortnite-Tanzbewegungen Unterrichtsstoff wird und der IS samt der Al-Qaida plötzlich eine friedvolle, demokratische, feministische Linkskatholikenvereinigung wird, dann kann die Vanessa auch noch einen Einser bekommen. Wer eine Unterrichtseinheit bei Andreas Ferner besucht, fragt sich unwillkürlich, ist es heute in der Schule wirklich so schlimm? Nein, das ist natürlich alles total übertrieben und nur, aber wie ich im Kabarett sage, die normalen Menschen sagen, sehr lustig, aber in Wirklichkeit ist nicht so arg, oder? Und die Lehrer sagen, sehr lustig, aber in Wirklichkeit ist schon Ärger. Nein, es ist natürlich teilweise überzeichnet, aber es sind viele Geschichten aus der Wirklichkeit hergeleitet und ja. Aber überhaupt das ganze Internet, ja? Kein safer Platz für Lehrer. Man kann bei diesen Flirt-Apps nicht einmal ein Foto von sich reingeben. Aber nicht aus Angst vor dem Vorgesetzten, der dir im Netz nachspioniert wie bei normalen Arbeitnehmern. Nein, als Lehrer hast du es mit mindestens 200 Hobbydetektiven zu tun. Und das sind nur die Schüler, die in den eigenen Klassen sitzen. Und die kennen sich im Gegensatz zum Vorgesetzten am Computer aus. Herr Fässer, wir haben Sie auf Tinder entdeckt. Hat Elite-Partner Sie abgelehnt? Und die Besucher von Ferners Frontalunterricht werden zumindest ein bisschen an ihre eigene Schulzeit erinnert. Es reißt einen hin und her. Einerseits ist man ständig zurückversetzt in seine eigene Schulzeit und andererseits den Blickwinkel der Lehrer zu erleben einmal so, ist echt interessant und spannend. Der Andreas greift ja wirklich die Sachen auf, die ja wirklich in der Schule passieren. Also es war wirklich 80% habe ich mich wiedergefunden, wie zum Beispiel Krankschreiben bei der Schularbeit. Also ich wurde richtig zurückversetzt in meine Schulzeit und bin aber froh, dass sie vorbei ist. Zum Beispiel der Niklas aus der 13. Der ist 16. Das ist sicher witzig, weiß ich. Der versäumt die angesagte Schularbeit und ich treffe ihn direkt danach in der Pause am Gang vor der Klasse. Eigentlich schaut er recht fit aus. Riecht auch eindeutig nach Zigaretten und Alkohol. Und wie ich ihn frage, warum er nicht bei der Schularbeit war, sagt er, Herr Fässer, tut echt leid, aber OP. Was für eine OP? Nichts Schlimmes, nur Bypass. Vierfach. Ich bin in Salzburg in die Schule gegangen, da waren wir alle viel braver und die Lehrer, glaube ich, waren etwas weniger gestresst, aber die Ausreden haben sich offensichtlich nicht geändert in den letzten 20 Jahren, ja. Die Schüler statt bei der Schularbeit mit nach Hause bringen oder in die Schule. Ja. Es hat sich viel verändert, was sich zum Beispiel sehr stark verändert hat, dass die sozialen Medien, die Smartphones ein irrsinnig großer Ablenkungsfaktor sind und das macht es für die Schüler und natürlich für die Lehrer viel schwieriger, einen gescheiten Unterricht zu machen. Ja. Andreas Ferner geht in seinem Stundenplan unter anderem den Fragen nach, gibt es immer noch Lehrer, für die Google nur der Vorname von Hupf ist? Oder ist die Zentralmatura die Rettung des Bildungssystems? Zentralmatura. Das gibt es ja in vielen Ländern schon lange, aber auch Durchfall und Syphilis gibt es in vielen Ländern schon lange. Und wenn man auch nicht ganz glauben möchte, dass alles, was Andreas Ferner hier referiert, wahr ist, muss man sich fragen, wie kommt man auf solche Geschichten? Naja, sagen wir so, ich sammle, also es sind nicht alles meine Geschichten, die ich erlebe. Und wie vorher gesagt, teilweise ist es natürlich überzeichnet, aber komplett frei erfunden ist eigentlich fast nichts. Darf man jetzt, glaube ich, nicht sagen, aber nein, aber es ist alles in irgendeiner Form passiert. Wer jetzt Lust auf Nachsitzen bekommen hat, Andreas Ferners neues Kabarettprogramm Noch Bildungsferner ist am 5. und 25. November im Aera und am 12. November im Orpheum zu sehen. Heutzutage sind die Lehrer bei einer Schularbeit nervöser als die Schüler. Ja, du kannst sie noch so einfach machen, du fürchtest trotzdem immer, ob sie es schaffen werden. Wir Lehrer sagen ja auch immer im Konferenzzimmer, heute habe ich Schularbeit.
Und? Bist nervös? Ja, sehr. Wird schon schief gehen? Ja, eben.